So. Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute müssen wir Tacheles reden. So. Wir haben noch einen Dieb von Bagdad, Schmuggler. Warte, was? 9 ONO oder 0 ONO, keine Ahnung. Aber ich weiß ja schon, ich kenne das ja schon, weil da hinten sehe ich schon den Wagen, der dann schön abhauen wird. Das ist nämlich der Schmuggler da hinten. So. Naja, jetzt mal. Ah, Händler. Cool. Ich habe Zigaretten. Wo habe ich Zigaretten hier? Waschpulver für 5 Dollar. Komm, nehmen wir mal mit. Kann man schön woanders verkaufen. Wunderbar. Ja, jetzt gib mal deine Papiere. Ich habe mich den ganzen Tag Zeit, Jungchen. Danke sehr. Was hast du denn? Wer bist du denn? Übereinstimmung. Das da. April. Ja, was bist du, Aristan? Du bist von uns hier. Ach, kann man doch gar nicht. Kommt erst nachher. Entflammbare Substanzen. Ne? Dann gucken wir mal. Komm mal. Ja, du Lappen. Dann gucken wir mal rein hier. Machen wir mal C. Ach, da müssen wir ausladen. Das sind schon mal mehr. Nützchen schon mal mehr, Kumpel. Also, Landeinreise ist schon mal erledigt für dich. So. Das ist schon mal mehr. Ah, nee, halt. Pack mal rein, bitte. Was weißt du? 3 Ersteller steht auf dem Zettel. Wir haben 4. Schon mal gelogen, kleiner Mann. Frachtbrief erledigt. So, Moment. Jetzt kommt der Flüchtige. Wir müssen Foto angucken. Komm mal her, jetzt dreh dich mal zu mir, du Lappen. Hör mal auf jetzt. Nein, das Foto ist nicht mehr aktuell. Alles andere war in Ordnung, aber dein Frachtbrief und dein Foto, tut mir leid. Tut mir leid, mein Freund, verweigert. Warum? Na, warum wohl? Du sagst mir, du hast 3 entflammbare Kisten und du hast 4 hinten, du Lappen. Das ist auch kein Wunder, du. So, warte mal. Wir rennen gleich mal los. Na? Ach so, wenn man die Papiere... Ah, ja. Ah, ja, komm hier. Und jetzt fährst du los. Kommen wir gleich hier hinten lang. Der fährt ja sowieso alles um. Ja, hol mir die Tür vor der Ommel, Mann. Mache hin jetzt. Hallo, Sirene an, du Lappen. Jetzt komm hier, sonst ist der nämlich weg. Die Tür. Die fällt schon zu. Keine Sorge. Dich kriegen wir noch, dich Hund. Dich kriegen wir. Du bist hier lang, wa? Tür, jetzt geh mal bitte zu jetzt hier, du Lappen. Wir haben zu tun hier. Meine Güte, ist das schlimm hier. Oh, die Kiste hier ist zu lahm. Komm her, du Lappen. Du kommst nicht weg. Ja, ja, du kommst nicht weg. Hab ich gesagt, du kommst nicht weg. Na, na?
weiter gesagt, du kommst nicht weg, du Lappen. Unmöglich. So. Verhaften. So, wir haben doch jetzt hier... Ha! Wusste ich's doch. Kriminelle Sau. Kokaino! Wir müssen weg. Naja, warte gleich. Der ist ja nicht weit weggefahren. Wir gucken gleich mal, komm her hier. Hoch hier. Da müsste es ja irgendwo angezeigt werden. Wenn hier noch irgendwas ist. Okay. Okay. Aber wenigstens das bloß hier, Kokaino. Ist egal. So. Stinkt hier. Dich haben wir. Jetzt machst du mal die Tür zu, bitte. Danke. Jetzt brauchen wir ja, warte mal, jetzt brauchen wir ein bisschen hier rumzufahren. Und an den LKW vorbei. Und wir dürfen nicht vergessen, den ins Gefängnis zu stecken, weil der sitzt nämlich noch im Auto drinnen. So, reicht das Kokaino. Wir sind gerade ausgefahren, oder? Ja. Okay. Dachte schon, der ist abgebogen. Nee, das ist das kaputte Auto, okay. Und so schnell haben wir den Kokaino noch eingepackt und fertig. Und hast du nicht gesehen hier? Der ist ja auch wie eine betrunkene Sau gefahren. Ja, vielleicht auch was ich schnüppelt, ja, weißt du? Habe ich die Sirene noch an? Mit da lang. Ja. Komisch, bei so einer Verfolgungsjagd ist kein Auto. Der zu links. Ja, danke. Ja, Sirene ist an. Ja, krieg grad mit dir. Was ist, warum hast du Sirene an, du dumme Sau? Unmöglich, Alter. So. Moment, wir müssen jetzt... Halt mal an, bitte. Wir haben nichts kaputt gemacht. Nimm mal das Messer bitte aus der Hand, Junge. Wie sieht denn das aus? Als ob du gleich die Leute abschlachten willst. So, dich müssen wir jetzt noch trotzdem noch reinpacken hier. Sonst haust du nämlich ab, du Lappen. Kenn ich nämlich. So, ab ins Gefängnis und jetzt können wir den Anruf annehmen hier. Da. Ja, ich komme ja schon. Ein wichtiger Telefonat. Das ist... Können Sie nicht vorher machen, bevor ich hier abhauen muss? Halt, warte mal. Wir packen die noch im Lager rein. Jetzt haben wir das noch dabei, weißt du? Oh, Haufen Kokaino. So, jetzt können wir. Jetzt können wir in Ruhe telefonieren. So, was wollen wir denn? Also hier brauche ich nicht zu schießen. Das erkläre ich euch gleich unterwegs. Bringt nichts. Bringt nichts. Ihr habt es ja im Prolog schon gesehen. Es bringt nichts, da zu schießen. So. Trotzdem sterben, wa? Weil ich genau nur verwundet. So, warte mal. Ja, die Magazine würde ich nämlich gerne sparen. So. Das Messer kommt mal hier hin, Heugabel. Ey, wieso habe ich hier eine zweite Axt drin? Brecheisen, okay. Und ab geht's. Ey, pack doch mal bitte weg hier. Wir brauchen doch eh nicht schießen, wir haben doch eh keine Chance. Als nächstes kommt dann ein Maschinengewehr. Weil das ist am wichtigsten hier in diesem Spiel. Und die dazugehörige Munition. Warte mal, das war doch Sägewerk. Ja. Fahr mir ja nicht eine Seite, du Lump. Oh, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir gleich hier lang. Wenn ich richtig bin. Wenn ich muss eine Verfolgung machen, wenn er dir eine Seite fährt, wa? Nee.
oder? Das ist Auto kaputt. Also ich werde mich nicht wehren. Keine Bange. Das ist nur Munitionsverschwendung jetzt. Weil die rotzen nicht so schnell weg. Na, kannst du knicken. Das sind auch noch Polizisten dort. Hey, du kannst doch mal versuchen, den Anführer zu töten. Nein, kannst du nicht. Habe ich schon probiert. Unsterblich, die Schweine. Weil die nämlich noch gebraucht werden. Weil Anführer zu töten jetzt zu dem Zeitpunkt passt nicht im Spiel. Die Sirene an? Nö. Ich dachte schon, ja, was ist denn jetzt los hier? Warum leuchten das so blau? Oder war ich mit blau gesoffen? So, da haben wir das Sägewerk. Und ihr seht, wir haben den Kontakt deswegen verloren, weil sie gemeinsame Sache machen. Ganz einfach. Die kleinen Bisser. Ja, es quatscht der andere noch. Und jetzt schießen die gleich. Wenn der fertig ist mit Labern, kannst du knicken. Ich schieß nicht zurück. Bringt nichts. Da, fang schon an. Der muss doch gar nicht gesehen, Meister. Und ich fang schon an, Alter. Und der ist schon tot. Na komm. Ey, wie lange braucht ihr denn? Die Tür habt ihr schon mal abgekriegt. Und nu? Ey, sag mal, wie nah musst du ran, um mich zu erschießen? Hallo? Was ist das für ein Lappen? Das nennt sich Polizist, Alter. Sind wir tot? Nein, sind wir nicht. Wir sind der Superkopf. Urka, opoka meno. Was można je wożywatko? Wir waren so durchlöchert, Alter, und wir leben noch. In der Überzeugung, dass du tot bist, fliehen die Rebellen aus dem Sägewerk. Nach einer Stunde schickt der besorgte Kommissar seinen Stellvertreter zusammen mit einer Hilfstruppe zum Ort des Geschehens. Die Wunde an deinem Kopf stellt sich als oberflächlich heraus. Was? Habe ich einen Stahlkopf oder was? Leider hat der Genosse Sorgov nicht so viel Glück. Tja. Ein toter Officer. Schlecht. War das der Chef? Schulung abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt bereit, selbstständig zu arbeiten. Erfülle deine Aufgaben richtig, um befördert zu werden. Ein höherer Rang bedeutet eine bessere Bezahlung und Zugang zu neuen Funktionen im Posten. Von diesem Zeitpunkt an werden wir dich nicht mehr finanziell unterstützen. Eine Verschuldung der Station führt zur sofortigen Entlassung. Wir haben das führt vergessen. Okay. Oh Genosse, ich bin froh, dass du am Leben bist. Du hast viel Glück gehabt. Naja, jetzt mal. Hab ich nicht dir zu verdanken, du Lappen. Oh, was haben wir denn hier? Embargo für Waren. Okay, Königreich Ehrgeiz ist untersagt. Was haben wir denn hier? Fehlender Spiegel, Alter des Fahrers 39 und aus dem Nationalität United Rally, okay. Haben wir denn jetzt schon noch alles da im Inventar, oder? Das Rest packe ich mal im Lager erstmal. Falls wir mal Schmuggelware finden. So, jetzt kann man nämlich hier verbessern. Ja. Yep. Am Computer habe ich jetzt nicht vorgelesen. Hier kann man jetzt Leute holen. Das werde ich mal machen. Ich werde den Posten mal. Damit die Gefangenen nicht abhauen. Und den auf dem Dach. Der auf dem Dach. Da. Ja. Kannst du noch hinholen? Ja, dann bin ich komplett pleite. Nein, ich meinte den, der was da aufpassen tut. Nein, den hab ich doch. So, warte mal. Ich meinte den, der. Oh, guck mal, hier ist Munition. Ich meinte den, der was aufpassen tut bei den Gefangenen. Den hab ich doch schon geholt, du Lappen. Oh. Ich hab dreimal Messer? Ich hab jetzt Haufen Munition, Johnny. Die kannst du. Und eine Schaufel. Die muss ich auch noch holen.
So. Alter, wie viele Magazine hast du denn? Ich habe jetzt 10 Magazine. Ich habe... Wie viele Schuss insgesamt drin? 160 Schuss. Oh! Also 168. Mit die 8 Schuss drin. So, dann holen wir mal den ersten raus hier. Oh, Post. Das müssen wir noch vorher lesen, die Post. Vielleicht droht mir oder jemand. Wie im richtigen Leben doch. Falsche Hilfe! Eine humanitäre Organisation aus dem Königreich Alkai wurde dabei erwischt, wie sie Feinde unserer Nation unterstützt hat. Die Weiße Taube verkaufte unter dem Vorwand, Familien in den Vereinigten Rallye zu helfen, Waffen an Banditen der blutigen VS-Königin Kailana, bestreitet jede Verbindung zu dieser Organisation, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Hat unsere Regierung ein Embargo für alle aus dem Königreich transportierten Waren verhängt. Waffenschmuggel gestoppt. Zerstörtes Element. Schwere Regenfälle im Westen des Landes führten zu Überschwemmungen, die viele landwirtschaftliche Kulturen zerstörten. Aus Sorge um das Wohlergehen der Menschen in der Region hat die Regierung beschlossen, die Beschränkungen für Lebensmitteltransporte aufzuheben. Okay. Entschuldigung, musste sein. So. Komm mal her hier. Ich brauche jetzt eine super duper Inspektion. So, warte mal. Wo ist denn hier F? Was war denn der erste Schmuggelheini? Fehlender Spiegel. Alter des Fahrers 39. Hier fehlt schon mal kein Spiegel. Du steigst trotzdem vorsichtshalber aus, Kleiner. Weil die können nämlich zwischendurch auch schmuggeln. Sicherheitshalber? Mhm. Jetzt gibt mir deine scheiß Papiere hier. Halt die mir doch nicht so weit weg, Junge. So. Gucken wir mal. Du hast nichts verzollen, also kommst du rein. Mein Schwager war auf Fahrrad. Okay, das ist schon mal was ich nicht wissen wollte, du Lappen. Was hat er gefragt? Tourismus. Was machen wir jetzt? Wir können ja mal durchgucken. Er hat nämlich gesagt, sein Schwager war Fahrer der Weißen Taube. Diese Weiße Taube, die Waffen geschmuggelt hat. Das ist nicht sehr förderlich für deine Beurteilung, Kleiner. Aber anscheinend habe ich nichts zu beanstanden. Ja. Guck mal, Nummernschild. Das ist ja später. Ich kann das jetzt ja auch nicht nachgucken. Okay. Oh, das ist ja scheiße, Junge. Ja, wenn der... Ach so, warte mal, das Alter. Alter 39, war es, war? Du bist geboren, du bist 24! Du siehst aus wie so ein Penner, Junge, was ist denn mit dir? Dreh dich mal um hier. Bild ist alles drin. Ich hab mich schon beanstanden, wenn das jetzt falsch ist, dann. Habe ich jetzt, Pech gehabt. Dann kriegst du 100 Minus. Tja. Aber ja, der nächste kann schon mal rinfahren. Mach die mal weg, du Lappen. Das Nationalität ist auch Ordnung gewesen. Und? Gültige Einreise. Sehr schön. Du hast Gepäck. Das ist schlecht. Du steigst mal bitte aus. Das Gepäck holen wir gleich raus. Ja, warte mal, sein Alter erstmal. Ja, warte erstmal, Papiere. Vielleicht ist er 39. Nimm mal her deine Papierchen. Mal her hier. 40. Ah, obwohl, ich hatte schon ein paar Mal gehabt, dass das Alter ein Jahr älter war, weißt du? Tourismus. Okay, dann gucken wir mal.
Nie dbać o Rajmen. Muss ich das mal ausladen? Da ist nix. Hier ist nix. Wenn du hier vorne noch was hat. Ha! Du Schwein! Was? Du Schwein! Du hast das schon falsch ausgesagt. Fünfmal Gepäck. Ah, warte mal. Das sind sechsmal. Das sehe ich doch schon mit bloßen Augen. Du Lappen. So. Öffnen. In Ordnung. Ha! Schmuggelnde Sau. Oh ja, du Lappen. Du wirst gleich eingebuchtet. Weg mit dir. Bevor du abhauen kannst. Du schmuggelst Alkohol. Du kommst hier nicht rein. Kommst nur in mein Gefängnis. Oh, voll. Ha! Schade. Ist voll. Okay. Jetzt müssen wir mal erstmal zu Ende gucken. Irgendwo schmuggelt der doch noch. Kann ja nicht sein hier. Wegen einer. Einer. Du packst das jetzt immer noch nicht drin, du Lappen. Wir müssen erstmal gucken hier. Wegen ein Ding hier? Sicher? Ha! Ich hab's gewusst. Wo liegt denn die Axt? Axt. Ey, also so viele Dinger ran, die klatschen, fällt nur dreimal raus, weißt du? Sehr gut, weiter. Ist meine Axt. Da! Ist jetzt meine Axt kaputt gegangen? Tatsache. Ich muss Brecheisen. Geht auch. Ja, dreimal Alkohol. Okay. Das hat sich doch schon mal gelohnt hier. Nehme ich gleich mal eine Axt noch raus. So. Reifen nix. Okay. Karl! Bitte mal wegräumen. So. Dann haben wir den ersten schon mal, den Lump. Welcher war das? 39, mal wetten. Reicht doch. Nee, 39 ist noch da. Fehlender Spiegel? Hat dann fehlender Spiegel, Junge? Ich hab nichts gesehen. Vielleicht. So, wir packen es erstmal rein und nehmen wir noch eine Axt raus, weil ich habe ja noch genug Äxte. Boah! What? Hat der Phil geschmuggelt, Alter. Man kann es auch übertreiben. So, den machen wir jetzt noch hier und dann ist er sowieso für diesen Part Feierabend. Ah, da hinten ist ja noch einer. Da ist noch, boah, nee. Kaputter Reifen. Das fängt ja gut an. So, komm mal her, du Lappe, du siehst aus wie... Du gibst mir gleich dein Zeug? Komm, geh mal ran hier. Der muss raus. Sicher. Sicher, sicher, weil wir haben ja noch 39, ein Fuzzi, Ziege und ein Kuh. Warte mal, wir gucken jetzt, ob der Löffel... 38! Könnte hinkommen. Warte, warte, wir gucken gleich mal. Das ist auch in Ordnung. Hier auch. So. Sicher, dass sie nicht schmuggeln? Weil hat man gerade so einen Fall. Hä? Okay, dann gehen wir mal raus. Gucken wir mal die Ziege. Übereinstimmung ist alles. Wenn er jetzt nicht einfach einsteigt und losfährt? Warum packt er... So, wir gucken mal. Es müsste jetzt eigentlich...
Ist in Ordnung. Zwei Ziegen, eine Kuh. Wunderbar. Aristan, der darf rein, weil er kann es nur. Dings, wenn ich jetzt nichts finde hier mit Schmuggeln, dann. Ein Reifen ist kaputt. Zwei. Okay, wir gucken mal Motor. Sicher, sicher. Okay. Okay. Kannst du mal gucken, ob die Karre gestohlen wurde? Na, wie denn? Ich kann nicht nachgucken. Achso. Noch nicht, kommt erst noch. Okay, du bist 38, aber wenn ich die jetzt durchlasse und du schmuggelst, dann. Aber zweimal hintereinander kommt ja nicht, oder? Hoffe ich doch. Gehen wir jetzt hier durch. Schuhschrank ist auch in Ordnung. Ich lasse ihn mal durch. Mal gucken. Wenn es falsch ist, dann haben wir Pech. Ist auch egal. Muss es so sein wie Kiste oder was? So, komm mal her hier. Zwei kaputte Reifen, Alter, das ist ja schlimm. Ich würde nur Nara wichtig. Dass mit den technischen Problemen da ist. Wenn jetzt irgendwo was geschmuggelt hat, dann drehe ich durch. Boah, perfekte Inspektion, Alter. Wenn nochmal alle so werden. So. Da sind alle mit den Spiegeln dran. Oh, der hat wieder Haufen Zeug. Oh. Ach, Junge. Aussteigen. Ich muss das alles rausräumen und dann gucken. Komm. Papiere her. Papiere. Und diskutiere nicht immer mit mir. 37. Ich kann beide nicht mehr nachgucken. Übereinstimmung, Handel. Warte mal, welchen Königreich kommst du denn? Ist schon erledigt. Er kommt aus dem Königreich, was nicht rein darf. Boah, Alter, das ist schon hier. Das artet schon in Stress aus hier. Ja, und wenn er jetzt einfach losfährt, wenn du hier drinnen hängst. Ach Quatsch. So, wir gucken trotzdem mal, wir sind gute gute Grenzpolizisten. Wir gucken erstmal trotzdem, was er da hat. Und dann gucken wir durch. Wir müssen sie nicht rinpacken. Wo? Ist doch in Ordnung. So, guck mal. Apfelkiste 3. Und da stehen 2 schon mal erledigt. Gas ja 3. Auch 3. Toilette 1. Ist in Ordnung. Pflanzbare Substanzen 2. Düngemittel 9. Wir haben 11. Und schon kann er abtraben. Und tägliche Bestimmung auch noch. So, Steve. Ach, Steve gleich schon. Karl! Na, noch durchgucken wegen Drogen. Da ist doch nichts. Wo siehst du denn hier was? Hätte ja sein können. So dumm ist er nur, oder nicht? Karl!
Gale Käfer, komm mal her jetzt. Hier, pack mal ein. Und er wird sowieso ausgewiesen. So. Zumachen ganz alleine. Obwohl alles andere in Ordnung ist, raus mit dir. Du kommst aus dem falschen Land, jetzt halt deinen Schnauzen und geh. Meine Fresse. Was für ein Tag. Frag mich mal, du Lappen. So, komm, jetzt du auch noch jetzt hier schnell hier, mache hin jetzt. Meine Polizist, willst du, wenn er auch mir fahren würde? Ist ein Polizist? Ja, ist so. Läuft die Straßen. So, ja. Hast du Gepäck? Nimm erstmal Dokumente her, hast du Gepäck? Снежный Гулаб, Опока, Мену, Подродни или Враг увез. Я. Du hast kein Gepäck. Oh, ich kann beide nicht mehr gucken hier. Ich muss das noch hinkriegen hier. Wieso? Alles so langsam da? 30. Mai, Besuch. Und du bist aus dem. Alter. Muss mal Alter gucken. Kann ich nicht mehr. Hä? Ich habe kein Zeug hier oben mehr zum Gucken. Ich brauche Punkte dafür. Ja, ich mache meinen Job. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Die hier nur schmuggeln wollen und schnell Geld machen wollen. Was sind sie jetzt? Ich kann jetzt bloß noch so gucken. Na, Schmuggelware. Anders jetzt nicht mehr. Muss ich alles durchgucken, Reifen, Dings. Komm, Klopkartei. 32 Minuten. Ja, Mann. Ich muss dich durchlassen, ich kann nicht gucken. Ja, dann habe ich Pech jetzt, Mann. Kann ich ohne ändern jetzt. Ich kann nicht mehr gucken. Oh, perfekte Inspektion, er leckt mich doch am Buppel. So. Ich wünsche euch noch was. Haut rein. Und tschüss.